Ja, mein Gott, ich meine, die Commentary-Themen, die kann man sich ja frei auswählen. Ja, stimmt. Frei erfinden auch noch. Ja, dazu auch noch so ein bisschen Battlefield 3 Gameplay, ne? Genau, wo du ein bisschen gut bist. Das klappt ja schon. Wo ein bisschen gut ist. Auch nicht schlecht. Ja, hey, weiter zu B oder wie? Ach Aber kriegen ja, wir gerade. an der B haben wir gleich. D holen wir auch gerade. Haben wir alles. Aber wir verlieren A. Vielleicht sollten wir vielleicht zurück nach A. Hilfe! Oh. Ich glaube, A ist am besten. Warte, A war da. Okay. Genau. Er hüpft wieder los. Ich warte. Boah, so weit wie der springt, ne? Das wird so anstrengend sein. Und noch einer rechts. Links. Ja, hat mich. Nee, hat mich Hab nicht. ich? Haha. Hui. Hilfe bei Kill 47. Nein! Ah! Diese SKS, ne, die ist übrigens auch richtig krass. Also hätte ich eigentlich niemals gedacht, ich war so, wo ich angefangen habe mit Battlefield, schwedes Wort. Oh, ja. War ich ja mehr so der Medic, nur Medic, ne? Nur Sturmsoldat und M16 und sowas alles. Ja. Und dann irgendwann habe ich entdeckt, oh, es gibt ja noch drei andere Klassen. Hey. Ach, guck mal, da war noch was. Ja. Ja, hey. Und habe ich irgendwann mal irgendwie, da gab es glaube ich einen Auftrag für die SKS. Ja, genau, ich glaube 100 Kills oder was, ne? Ja, genau. Die habe ich dann auch gemacht. Und dabei erst mal gemerkt, wie krass die eigentlich ist. Hast du den bekommen? Ja. Ja, gut. Ja, den Auftrag habe ich auch gemacht. Da habe ich die SKS genommen und Noscha-Kanäle. Das war eigentlich ganz geil, weil man dadurch mehrere immer geballert hat. Oh, Mist, da hinten war einer an den Trümmern. Der ja, ich glaube, wir müssen. Oh, jetzt kommen sie, alle. Durch den. Oh, hinter uns. Scheibenkleister. Oh. Nein! Warte, ich versuch's. Ja, da kommt gerade einer rein. Oh, sehr gut. Hab dich. Da bin ich wieder. Boah. Ey, diese AK auf lange Distanz, ne? Ohne Witz. Also, mein lieber Mann. Kann die was? Schon, auf lange Distanz ist die schon ganz gut. Nimm bitte meins. So. Was? Ernsthaft jetzt? Hast du das ernsthaft jetzt gemacht? Ja, klar. Wie gut. Oh. Na, Hilfe bei Kill 43. Vielleicht sollten wir übrigens mal irgendwie hier eine Flagge einnehmen gehen. Eine andere meinst du? Ah, oh Mist, warum renne ich denn auch dahin? Ja, schon. Dann sagen die uns hier gleich noch, dass wir hier am Base Replon sind. Ah ja, stimmt. Das hasse ich auch immer. Ja. 61 zu 75 Tickets, das können wir eigentlich noch gewinnen. Ja. Und dann Wenn müsste ich nur mich ein den. bisschen anstrenge, dann sollte das klappen. Man müsste nur den Tank da platt machen auf C. Oh, er kommt runter. Ja. Und tschüss. Was du's? Was? Warte. Ah, da lebst du wieder, aber ich weiß nicht. Ah, warte, ich habe eine Idee. Wo ist der Torlancher? Ah, schnell. Nein, der Tank. Doch, da ist er noch. In den Arsch rein. Ja. Was? Komm, geh weg, geh weg, geh weg. Nein, nicht schießen, nicht schießen. Ich bin. Nein, lass es. Ich hab die Defibs hinter dir. Tank ist platt, glaube ich. Nee, ist er nicht. Oh, ich bin tot. War schön mit dir. Hä? Da ist kein Belebungsding dran. Ja, es geht nicht. Wenn er da dran sitzt, geht's nicht. Oh. Wie dumm das jetzt wieder war. Ist doch klar, ne? Ich meine, wenn er an so einem Ding sitzt und dann einfach erschossen wirst, Ja, dann kannst du dann nicht mehr leben, weil dann liegst du bist dann ja auf ja dem Boden im verwachsen mit Grunde. dem Ding. Genau. Bei mir auch manchmal passiert, ich nehme die Granate anstatt den Defib. Klingt jetzt doof, dann werfe ich die Granate auf den Boden und passiert. Vier Leute platt gemacht und den Tank. Ja, krass. Und alles schön auf Video. Finde ich gut.
Ah ja, genau, der Kravitz nimmt seine Sicht jetzt auch mal auf. Also wer da mal rüber switchen möchte, ist alles in der Videobeschreibung. War doch so, ne? Ja. Ui. Alles hier nehmen. So, erstmal wieder Medic hier. Oh mein Gott. Ist er tot? Ja. Oh, von oben irgendwo. Jupp, hat mich. Oh nein! Boah, das ist eher nicht so toll, wenn du von links, rechts, geradeaus angeschossen wirst. Von allen Seiten so. Das ist auch schön die Sonne da oben, ätzend. Ja, ja. Kommt alles zum ne? Kommt alles dazu. Oh, der hatte zum Glück nicht mehr viel. Na. Oh, da ist. Oh. Ja, hey. Oh, der gehört zu uns. Was benutzt du eigentlich als Pistole? Moment, den Colt. Colt? Die Magnum meinst du? Ja, ne? Die Magnum. Oh, ja. Da wäre ich jetzt ja geflamed. Das ist kein Colt. Das finde ich auf jeden Fall ist die beste Pistole. Da habe ich auch letztes Mal einen von hier oben abgeschossen. Ja, ich habe auch schon den einen oder anderen guten Schuss abgelassen mit der. Ja, den einen habe ich mal gesehen beim Runterfallen, ne? Ja, ne? Musst du das andere Video schauen, ich habe noch eins hochgeladen. Ach so. Noch so ein Highlight? Ja, ja, schon. Aber das war nochmal vielleicht sogar ein Tick besser. Salto gemacht. Wir haben mich 360 Grad gedreht und nein. Genau. Von wo? Von links. Wie ich nicht in den Panzer reinkomme, ne? Online-Test hat mich getötet. Ach, der liegt schon wieder rum. Ach, zwei Beine irgendwo? Ja, er liegt da irgendwo. Zwei Beine und dumm. Oh, Hilfe bei Kill nur. Ach, guck mal, ich weiß, wo er liegt. Ich sehe ihn. Oben auf dem Berg. Pass auf, der kriegt jetzt hier erstmal so meine Defibs zu schwören. Bist du tot? Nee. Okay. Da oh, ist er liegt. Da lag irgendwie einer rum, regungslos. Ich glaube, nee. Ich glaube, das war mein Panzerbonus, den ich anhatte mit diesem Umgebungsscan. Ja, ja, ja. Von links. Oh! Ah, bist du down? Da kommt gerade einer durchs Wasser. Genau, ja, da ja, liegt ich er. Warte, ich komme. Ah, ich hab den noch. Da bin ich. Oh, das war aber knapp. Ich bin ganz schön tot fast. Da sei einer hinter uns auf dem Hügel. Ja, einen davon habe ich weggenommen, aber den. Oh, es leben die wieder. Ach, da ist. Wieder so ein verkackter Level 100er. Hey. Obwohl, ich werde 100 nicht erreichen bis Level. Bis Battlefield 4. Ach. Klar. Aber dann in Battlefield 4. Mindestens. Ja, vor allem dann steige ich ja schon leicht trainiert ein. Ja, genau. Weil das Problem ist ja auch meistens in solchen Spielen, da kriegst du erstmal die Hucke voll. Also relativ häufig, wenn du nicht so oft zockst und nachdem du dich dann entwickelt hast, dann kriegst du das nicht mehr ausgeglichen. So gut. Ja. Alter, der liegt da wieder oben. Mir kommt so vor, als würden die hier die ganze Zeit so rumliegen. Ach, 6 zu 23 Tickets. Eigentlich darf man ja jetzt nicht mehr spawnen, ne? Alter. Ich dachte, ich nehme schon mal einen guten Weg mit dem Jet. Und da war allerdings noch so ein Mast im Weg. Meinst du, Spawn lohnt sich nicht mehr? Nee, wenn du spawnst, dann geht dir ein Ticket weg, ne? Deswegen, wenn du halt jetzt am Ende der Runde bist und ein Team hat dann halt nur noch irgendwie 5 Tickets über, das andere noch 20, aber du hast mehr Flaggen, dann kannst du die anderen ja quasi noch überholen, flaggentechnisch. Ach so, ja klar. Ne? Weil wenn du mehr Flaggen hast, dann verlierst du ja keine, dann bluten die ja, ne? Bluten die aus. Die anderen, genau. Ticket bleed und so. So, na gut, das war dann eine Runde mit Kravitz und mir. Nächstes Mal gibt es eine andere Variante und bis im nächsten Part. Tschö. Tschüss.